Was? Erst laden, dann weiter. Ja, er muss nachladen. Verdammt. Ja. So, Altgott. Ah, Altgott kann sogar ganz passabel treffen. Ich meine, Altgott, was hat Altgott denn da drauf? Ah, Altgott hat einen Elkan da drauf. Ah, würde ich ihm jetzt nicht so ultra gerne abnehmen, um das auf das MG3, MG3 ist es, drauf zu packen. Was? Was ein bisschen nervig ist, immer wenn die Scharfschützen leer geschossen sind, gehen die sofort auch aus dem Zielmodus raus. Verdammt. Ja, der ist ein bisschen nah. Sie. Aber das dürfte kein so großes Problem sein. So, die beiden hier in Aktion bringen. Ach stimmt, das ist ja auch noch Kiddo, sie hat einen Dragunov. Ja, ich habe die alle ein bisschen komisch gemischt, da muss ich nochmal dringend nochmal drüber. Ja. Hey, nee, Altgott kann ihn nicht treffen. Aber mit einer Granate würde das gehen, aber ich halte das ein bisschen für Verschwendung. Der kommt sowieso gleich raus. Ja. Was? Nee, Seaman kann ihn nicht in den Kopf und auch gar nicht anders treffen. Was? Ja, ach so, der beschießt Seaman. Ach, jetzt kann er... Ah, sehr gut. Jetzt kann Speiser den Kopf treffen. Super. Tschak, tschak. Nochmal fertig geladen. Gegner. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Man muss da ja was tun für seine 60%. Cool. Sehr gut. Langsam lichtet sich das Feld der Gegner. Ich hoffe, die droppen was Cooles. Was? So, Schmeiser, Kopf. Ah, sehr nice. Was? Boom, Headshot. Und ein Punkt zu wenig zum Durchladen. Fertigladen. Hey! Was? Was? Ah, sehr gut, wieder Echtzeit. So, wie greifen wir weiter an? Ja. Was? Hier. Was? Ach, Beb steht einfach hier hinten irgendwo rum. Aber das Team gefällt mir eigentlich ganz gut. Von der Kampfreichweite, ja? Was ist das? Sagen wir mal hier ein bisschen für Ordnung. Da sind sie. Jetzt kann's losgehen. Von hier aus ist schwierig. Ah, der war schwarz. Von woanders. Ah, schon pur und direkt 100, 115 Schaden ist sowas. Noch mehr Aggressoren. Ja. Und das Team hier kommt auch mal zum Einsatz. Sehr gut. Ja. Das haben wir verhindert, dass die Seamen in die Flanke fallen können. Ja. So, Altgott ab an die Front. Was? Uli direkt mit ab an die Front. Und Schmeiser wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und immer gut für neue Munition sorgen. Schmeiser könnte eine Brille tragen. Ach, wieso sagt das denn keiner? Oder wie es im Deutschen heißt, das Tagsichtgerät. Okay, wir können jetzt hier... Hier ist so eine relativ gute Deckung. Da würde ich gern drumrum. Am besten von außen. Ja. Uns kann man nicht wirklich benutzen. Die würde ich auch ungern benutzen. Ja. Die sind alle weg, die guten. Hannibal hatten wir noch. Aber ich glaube, ich und Hannibal, das geht noch so lala. Wenn Hannibal vorgeht, dann dürfte das okay gehen. Ja. So, speichern. Nicht, weil ich lade, wenn ich sterbe, sondern weil ich lade, wenn das irgendwie abstürzt. Das wäre nämlich zu ärgerlich. Ach genau, ich habe Athletik und deswegen gehe ich automatisch immer vor. Das ist ein bisschen suboptimal. Okay. So. Gucken wir, ob hier irgendwas rumguckt. So, und ich sehe gerade, dass ich übelst überzogen habe, aber dann schneide ich die Folge einfach in zwei Stücke. Gar kein Problem. Na, das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn beide in verschiedenen Teams sind. Muss man immer wechseln, wenn man angreifen möchte. Ja. Na komm. Ja. Okay, sehr gut, das hat aufgehört. Sonst hätte ich gedacht, manchmal ist das so, wenn immer wieder der Rundenmodus angeht und man keinen Gegner sieht, dann hat man irgendeinen Gegner, der einen sehen kann, man den aber nicht. Ja, sehr gut. Das ist auch eine gute Entfernung. Sehr schön, beim SG-44 kann man natürlich einfach durchziehen. Das hat eine so niedrige Feuergeschwindigkeit und Rückstoß, dass es relativ gut geht bei dem Ding. Ja. Moment, haben wir bei dem Ding eigentlich den... Hier noch irgendwo. Passen wir besser auf. Ah, wir haben hier noch den coolen Kolben. Irgendwann, das SG-44 hatte nämlich einen relativ coolen Kolben, der halt gerade nach hinten geht mit der Lauflinie. Das wurde irgendwann geändert und irgendwann wurde ein Kolben eingeführt, der so ein bisschen nach unten geht, der sogenannte Einheitskolben. Das haben die gemacht, damit sich das
SCG-44 in die gleichen Apparaturen, besonders in einigen Fahrzeugen, einspannen ließ, wie damals der Kabine 98 kurz. Und deswegen haben die dem Ding irgendwann den Kolben versaut. Relativ schade, die Geschichte. Denn das Einspannen von dem SCG-44 in ein Fahrzeug, das war nicht so effektiv. Ja. So. Gut. Ich möchte jetzt hier runter. Nach da gucken. Und ja. Ach, das sind... Ach, man darf... Ja, genau. Man darf hier nicht draufklicken und deswegen kann man auch keinen Rahmen ziehen, um Söldner auszuwählen. Das ist relativ nervig. Ja. Ich hasse Klippen. Ich glaube, Klippen werden in Jagged Alliance auch ultra komisch berechnet. Ich glaube, man kann auch Klippen als ganz komische Deckung nehmen. Das hat man vor allen Dingen, ich meine, bei Chicene hat man das an einer Stelle. Da hat man so richtig Probleme mit einer Klippe. Wenn man in dieser Ecke dann kämpft. Was ist das? Das ist eins Gegner, Z-Man. Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ja? Fast, aber der Aal schafft das, oder? Okay, der Aal sieht ihn nicht mal, dazu muss man sagen. Oh, die schöne weiße Munition ist alle. So. Zum Nachladen würde ich dann aber erstmal wieder zurück. Ein Stück. Ja? So, zurück. Was sieht man hier hinter dem Baum? Das fand ich. Ja. Premium-Deckung, aber okay. Ach, wir haben noch ein bisschen weiße Munition. Ja, nehmen wir die doch mal. Wir werden wahrscheinlich demnächst sowieso immer mehr weiße Munition finden, weil es auch immer mehr langsam immer mehr Scharfschützengewehre in dem Kaliber gibt. Ich müsste noch mal ergründen, in welchem Jahrzehnt wir eigentlich sind. Wir müssten Anfang der 90er Jahre rumgucken. Was? In Ordnung. Und, na, das hier sieht aus wie das nächst schönere Paar Bäume. Kann er, langsam kann er so ein bisschen drauf gucken. Obwohl, was wir machen könnten eigentlich, wenn wir sowieso schon hier in der Gegend sind. Wir könnten versuchen, hinten auf das Gebäude drauf zu springen. Das ist wahrscheinlich von hinten überhaupt nicht bewacht. Ja. J. J. Ja. Versuchen hier so ein bisschen hier an die Kante zu gehen. Ja. Dann wollen wir mal. Ja. Was war das denn? Okay, ach so. Ja. Ich bin einmal getroffen worden. Zurückmarsch, Marsch. Ich müsste mich selbst verbinden können. Da habe ich, glaube ich, fast genau gleichzeitig versucht, Teammitglied zu wechseln, wie der Typ da geschossen hat. Da habe ich mich mega erschrocken. Warum werde ich denn ständig unterbrochen? Was habe ich denn? Ich bin Level 5, habe einen Leadership von 50. Ach, ich war verletzt deswegen wahrscheinlich. Gut, ich warte einfach mal ab. Ich glaube, es ist sehr viel sicherer. Wir haben schon so viel Verletzte im Team, dass wir mit dem Aal und Schmeißer alles abgehen und nach alles wegsnipern. So. Das muss auch noch sein. Muss ich leider den schönen Arztkoffer für nehmen. So, dann heißt es Aal... Ja, der Aal zielt schon wieder nicht. Das ist aber auch ein fummeliger Sektor mit den ganzen Bäumen. Hier. Normalerweise sind die Sektoren nicht so übervoll mit Props, also mit... Hier gibt es ein paar... Wie heißen die denn nochmal? Title Sets, genau. Hier in Jagged Alliance nennt man die Dinger... Nee, das sind Titles. Ein Baum ist ein Title und die Datei, wo alle Bäume drin sind, ist dann das Title Set. Genauso war das in Jagged Alliance. Bin ich mir relativ sicher. Noch drei Stück? Ich hab das gehört. Ja? Wer hat was gehört? Hannibal hört... Ah ja, genau. Hannibal hört was von unten, aber Hannibal könnte eigentlich auch schleichen und ein Stück nach vorne gehen. Noch ein Stück nach vorne gehen. Feinde! Ah, und dann kann man die meisten sehen. Ja, sehr gut. Der hatte wohl keinen Kopf an. Also keinen Kopfschutz. Da ist jemand. So, sobald er aufsteht, kriegt er eine Kugel rein. Ja, der fühlt sich im Gebäude dann doch wohler oder so. Ja. Welches Level? Level 3 Leadership von 80. Okay, das müsste gut passen. Gut, dann greife ich aber trotzdem weiter mit Seaman von vorne an. Alles klar. Okay, lassen wir es knallen. Oder auch nicht. Sehr gut, jetzt guckt hier noch ein einziger rum. Aber Seaman ganz allein ist natürlich auch doof. Also Aal. Ja? Ich glaube, das Problem ist, dass ich die nicht schleichen lasse, während die vorrücken. Ja? So, Z. Lass mal gucken, wo der letzte ist.
Das ist wahrscheinlich auch hier irgendwo. Da schau her. IWS. Das könnte einen Blick wert sein. Da sind sie. Ah, jetzt kann's losgehen. Gebüsch. Headshot. Sehr geil. Das war das letzte Ziel, wenigstens in dieser Gegend. Ah, sehr nice. So. Alles zerlegen. Merchen. Und nochmal kurz gucken. Wer ist denn unser Schlossknacker? Was? Ich glaube, das war. Ja. Altgott, oder? So. Okay. Ich werde mir hier nach mal dringend eine von meinen alten Folgen angucken, um zu gucken, wie das Team eigentlich organisiert war im Ursprung. So, mal gucken, ob man das aufbekommt. Oh nein. Na, Klock. Ne, Famas. Ja, ist ja besser als nix. Ist hier noch was? Huh? Medkit Compound 18. Brauchbar. Ich glaube, hier ist dann das coole Zeug drin. Oh nein. Wenn man das aufbekommt. Oh nein. Oh nein. Darauf könnt ihr lange warten. Darauf könnt ihr lange warten. Dreck. Dann, ich glaube, Schmeißer ist der stärkste, den wir haben. Dann versuchen wir es mal mit Gewalt. Es kann natürlich auch sein, dass hier irgendwo ein Schlüssel rumfliegt. Das gucken wir mal gleich. Was ist das denn? Ah, Pejiniak. Verdammt. Nee, das ist das Schlüssel benutzen. Egal, ich gucke erstmal ins Inventar, also ins Sektorinventar und gucke, ob hier irgendwelche Schlüssel rumfliegen. Biport Compound 9. Gar nicht mal. Haben wir eine. Um die aufzubrechen, braucht man eine Brechstange. Egal, gucken wir erstmal Waffen. Das sieht eigentlich auch schon ganz nett aus. AK-102, AK-104, AK-105. Die haben wohl einmal alle durchgeshoppt. Dann das Farmers, was wir gerade gefunden haben. Eine FN Minimi Para, Low RPM. Ach, die kann man umstellen. Die kann man auch zum Beispiel hier High RPM. Ah, was, auch was Cooles. MP5-10, also eine MP5 in 10 mm. Ist eine relativ gute Maschinenpistole. M24, relativ gutes Scharfschützengewehr. M240B, also die amerikanische Version vom FN Mag. Pejiniak, was relativ geil ist, was ich am besten jetzt, glaube ich, sofort mal Eagle gebe. Denn das Pejiniak müsste die gleichen Erweiterungen bekommen können. Und hat schon sehr viel mehr Wumms drauf. Und wir haben auch genug Munition dafür. Sehr cool. Es ist natürlich schwerer. Ein bisschen, aber wenn wir die ganze Kalaschnikow-Munition wegtun, dann passt das sogar. Sehr schön. Pejiniak, in etwa höchstwahrscheinlich bekannt aus Battlefield 3 und Call of Duty Modern Warfare 3 ebenfalls, ist eine modernisierte Version vom PKM und relativ cool. So, das Inventar ist immer ein bisschen buggy, von da relativ oft speichern. Ach, das hier ist die Minebea MP9, das ist eine japanische Version der Uzi. Genau, steht auch so in der Beschreibung. Es wäre vielleicht was für Seaman, aber Seaman hat eine gute Hauptwaffe. Ach, hier, auch bekannt aus Call of Duty Modern Warfare 3. Langsam bekommen wir die ersten sehr modernen Waffen. Das ist die PP19 M1, wurde damals komischerweise Dildogun genannt. Ist ein Konkurrenzprodukt zur Bison. Ist sozusagen eine sehr, sehr viel leichtere Bison-Maschinenpistole. Die Gyurza, auch eine relativ coole Waffe. Das ist eine spezielle panzerbrechende Pistole aus Russland im Kaliber 9x, also in der Patrone 9x21mm. Ist super gegen gepanzerte Gegner und einer meiner Lieblingspistolen. Ach, jetzt kann ich endlich mal diese dumme Tokarev austauschen. So, wo ist denn die Munition dafür? Die hat so ganz schmale Magazine. Ist ein bisschen viel Munition. Finde ich aber durchaus okay. Achso, ich bin so überladen, weil ich so viel eingesteckt habe. Dann haben wir was richtig Übles. Und zwar ist das ein Steyr IWS 2000. Das ist eine Antimaterialflinte. Ja, das ist wirklich eine Flinte. Die hat nämlich einen Glattlauf drin. Das ist ein richtig übles Scharfschützengewehr. Damit würde ich gern, egal ob der Aal dann überladen ist, ich würde das Ding dem Aal, hier, der Aal, dem Aal geben. Das ist nämlich, damit kann man nämlich Gegner aus, weiß ich nicht wie viel Meter Entfernung heraus killen. Genau, da darf auch normalerweise das Ultimate Scope drauf. Von da würde ich jetzt kurz mal tauschen. Und zwar hat ja Scotty, nein, das ist Kiddo, das Ultimate, also das 16-mal Scope.
Ach, warum darf denn das 16-Maskop nicht hier drauf? Das ist ein Unverschämtes. Das ist das Scharfschützengewehr mit der meisten Reichweite im Spiel. Mit einer Reichweite, genau, von 1400. Was relativ krass. Ich kann auch hier mal die Werte zeigen. Also es hat auch schon einfach mal 135 Schaden. Lasersight braucht man nicht. BTC ist, glaube ich, der Ballistikcomputer. So, von da würde ich sagen, dass aber Kilo wieder das Ultimate Scout bekommt. Hier sind aber noch andere coole Sachen bei. Hier ist noch schwarze Dragunov-Munition. Also panzerbrechende Dragunov-Munition. Ja, scheiß drauf, ob sie überladen ist oder nicht. Dann ist halt, sind halt alle so ein bisschen überladen. Ah, hier, sehr cool. Die Meme-Waffe, das ist die Typ 58. Ne, die Typ 85. Das ist so eine richtig billige chinesische Maschinenpistole. Da kriege ich von dem Nasentier ultra Ärger, wenn ich die mitnehme. Das Nasentier regt sich immer extrem auf, wenn ich das Ding benutze. Dann haben wir ein Granatgerät, da wir aber allerdings schon Granatgerätträger haben, geht das alles an Altgott. Genau, hier Stun Grenade und dann einfach drei Sprenggranaten mit. Das ist auch noch relativ cool, das ist allerdings eher was für Nacht, das ist das VSK 59. Das ist so ein bisschen günstigeres, leicht. Das ist so ein bisschen günstigeres, leichteres VSS Vintorets, also das Konkurrenzprodukt zur Vintorets. Dann haben wir hier Granaten. Davon hätte ich auch gern welche. Obwohl, ich habe hier was richtig Geiles gesehen. Und zwar, mein Lieblings-Chest-Rig. Der, wie heißt er nochmal? RM23G. Normalerweise eher bekannt als Pioneer-Chest-Rig. Der ist nämlich cooler als mein Belt A. Ja, das hier ist der Liftchick Belt A ist das. Genau, und das ist der Pioneer Chest Rig. Ich wollte auch immer so gern einen in echt haben, aber die Dinger sind arschteuer. Damals, als ich einen haben wollte, waren die arschteuer. Dann als, wie nennt sich das, der Russland-Boykott war, wegen der Krim-Annexion, wurden die relativ günstig für eine kurze Zeit, aber dann hatte ich keinen Bock mehr, Geld dafür auszugeben. So, da passt nämlich viel mehr Kram rein, wenn man den richtig sortiert. Es sind sogar zwei Stück von. Das heißt, wer möchte denn wahrscheinlich sonst noch was haben? Was hat denn... Das Nasentier hat immer noch eine Fallschirmjäger-Uniform. Dann habe ich jetzt den. Das ist ein Spear. Da passt unglaublich viel Kram rein. Das ist einfach so eine Blackhawk-Kommando-Weste. Die ist schon okay. Das ist auch okay. Das ist die RG-Weste. Die hat super viel Tarnung. Das ist auch super. Das ist eine TT-Utility-West. Okay, Altgott hat... einen ganz normalen Chicom an, das ist, muss nicht sein. Ich glaube, eine DP Assault Weste wäre auf jeden Fall besser. Passt auch irgendwie, als würde irgendwie irgendein nordisches Land hier mit ganz normalen Chicoms rumgurken. Ist ja utopisch, die Annahme. So, dann sehe ich aber, dass diese Folge, ja, ihr seht, wie viel mehr Magazine da reinpassen. Und dann seht ihr wahrscheinlich jetzt schon, dass die Folge sich jetzt langsam dem Ende nähert. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.